jetzt geht's ans Bestellen. Okay. Einfach blind bestellen. Ja, wenn du wüsstest, was du dir bestellt hast. Ich hab mir eine Suppe und einen Salat mit Schwarzbrot bestellt. Das sieht auf jeden Fall schon mal lecker aus. Oh oh. Hey Lieben, ich bin Sophia und das ist Daniel und wir machen heute eine Challenge. Und zwar werden wir heute den ganzen Tag blind Essen bestellen. Ich darf jetzt das erste Restaurant aussuchen, wo wir frühstücken gehen. Dann sucht Daniel noch was aus und wir bestellen noch beim Lieferdienst. Also mal schauen. Auf jeden Fall bestellen wir immer blind. Deine Haare. Ich habe richtig Hunger. Es ist nämlich schon 12 Uhr und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal frühstücken und ja, ich noch mal Zeit. Bin gespannt, ob du das Restaurant magst, wo wir hingehen. So ihr Lieben, wir sind an unserer ersten Station angekommen und zwar sind wir bei Snack Wunder Oldenburg. Wie findest du es? Mega, sieht voll geil aus, alles sehr, sehr frisch. Wir werden gleich Essen bestellen. Ich habe sogar eine Augenmaske dabei und die muss Daniel jetzt aufsetzen, damit er auch nicht sieht, was er bestellt. Setz dir mal die Maske auf. Fancy Maske auf jeden Fall. Ja. Du heißt jetzt Sophia. Ja, okay. Okay, du kannst nicht sehen. So Leute, das ist die Karte. Ich musste mir die jetzt schon ein bisschen angucken, weil wir zu zweit sind. Aber Daniel bestimmt ja dann das nächste Restaurant und da sehe ich dann gar nichts. Wir haben einmal hier die Getränkeseite und dann hier die Speisenseite. Und ich würde sagen, wähle dir dein Getränk aus. Das hier. Was ist das? Das erfährst du erst gleich. Ach so. Das hier. Und jetzt kannst du dir dein Essen aussuchen. Kriege ich auch was raus? Ja, sogar ziemlich genau. Das wird ja interessant. Oh, ich bin gespannt. Das hört sich nicht gut an. So, jetzt setze ich die Maske auf. Sah die bei mir auch so stylisch aus? Ja, weiß es nicht. Los, such was aus. Ich glaube, das hier. Bin ich auch was drauf? Ja. Okay. So, dann halt mal her. Ich hoffe, das ist nichts mit Karamell. Das hier. Wir haben jetzt beide einzeln bestellt. Ich weiß echt überhaupt nicht, was ich bekomme. Ich hoffe mal was Leckeres. Mal schauen. Oh, das ist richtig, richtig interessant irgendwie. Das müsst ihr auch mal machen. Einfach blind bestellen. Das Problem ist, ich mag so viele Sachen halt nicht. Ich habe Angst, dass da dann irgendwas dabei ist. Ihr wisst ja, Zucchini und so, ne? Genau, genau. Zucchini, Aubergine, da bin ich raus. So Leute, wir sehen die ganze Zeit, wie Essen an uns vorbeiläuft. Wir wissen ja nicht, ob es dann unser Essen ist. Aber das sieht so lecker aus. Und Daniel hat mir gerade erzählt, dass er noch was einfach für mich dazu bestellt hat. Als ich die Bestellung abgegeben habe, hat er gesagt, okay, das ist aber eigentlich nur ein so ein Häppchen, das ich ja, dass ich dir jetzt hungern, dann habe ich blind für mich noch eine Kleinigkeit bestellt. Das verstößt eigentlich gegen die Regeln. Ich hätte dir eigentlich alles so ein Häppchen. Also ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass wir jetzt ein bisschen gegen die Regeln verstoßen mussten, beziehungsweise Daniel, er hat Schuld. Keiner weiß, wer was kriegt. Nein, das aber das sieht auf jeden Fall schon mal lecker aus. So, dann einmal der Green Goodness. Das müsste meiner sein. Der geht ja. Ihr habt schon aufgelöst. Nee, aber ich weiß, dass Daniel den bekommen stimmt, hat. Ja, das kann man ganz einfach schlussfolgern. Jetzt wird's interessant. Die mediterrane Waffe. Das ist deine. Sind das Zucchini? Das sind Zucchini. Oh. Dankeschön. Oh, die sieht richtig lecker aus. Und mit dazu einen Energy Ball. Erdbeerschoko. Das war das, was ich erst bestellt habe, ne? Genau, aber wir dachten, du wirst vielleicht nicht satt bei uns. Ja. Mir noch was anderes ausgesucht hat, weil ich glaube, davon wäre ich echt nicht satt geworden. Das mit Erdnuss, ne? Ach, das auch noch. Ja. Also wir haben beide was, was wir uns, glaube ich, sonst nicht bestellt hätten. Er die Zucchini und ich Erdnüsse. Aber so muss man das auch mal wieder probieren. Was ist das denn hier, Smoothie? Oh, der riecht mega lecker, so richtig frisch. Und deiner ist eher so ein bisschen schwieriger. Der schmeckt richtig so eine Zitrone-Mango. Der schmeckt mega. Also man merkt, dass da was Gesundes drin ist, aber der ist richtig lecker süß. Ich habe noch nie einen grünen Smoothie gehabt, der mir geschmeckt hat. Und der schmeckt richtig lecker. Okay. Er darf mal probieren. Alter. Ist echt lecker, ne? Was hat er da reingemacht? Das ist heftig. Willst du auch probieren? Boah, der schmeckt auch richtig gut. Richtig fruchtig. So, jetzt würde ich sagen, essen wir aber erstmal unsere Sachen. Und dann mal gucken, was wir heute noch so essen. Daniel ist tapfer. Er probiert jetzt auch noch mal mit Zucchini. Alter, die Waffe ist mega. Hier ist der zweite Beweis, dass du Zucchini magst. Boah, ich finde, das sieht so lecker aus. Ich würde das am liebsten auch essen. Ich probiere jetzt als erstes mal diesen Energy Ball. Schmeckt? Mhm. Ein weiterer Beweis, dass du Erdnuss magst. Ich glaube, das ist eine Bowl mit Mango, oder? Ich weiß es nicht. Die schmeckt auch richtig lecker, Leute.
wir sind unterwegs zum Auto und es war echt so lecker, Leute. Falls ihr mal in Oldenburg seid, dann schaut mal vorbei. Die Waffeln sind echt unschlagbar. Ich habe sogar die Zucchini mit aufgegessen. Ja, ihr wisst. Die Waffel war unglaublich. Und meine Bowl war auch richtig, richtig lecker. Die war mega erfrischend. Und ich mochte auch diesen Blissball. Wir sind wieder zu Hause und wir haben wieder Hunger. Deswegen bestellen wir jetzt mal Essen. Wir wollten nachher noch in ein Restaurant gehen, was Daniel aussucht. Ich bin auch schon mega gespannt, was das ist. Aber erstmal gibt es jetzt eine Kleinigkeit zu bestellen. Beziehungsweise auch vielleicht ein bisschen mehr, wer weiß. Und ich habe schon ein Restaurant für Daniel rausgesucht. Ich wollte erst bei Lieferando gucken, aber da sind die Mindestbestellwerte so hoch. Deswegen habe ich jetzt ein türkisches Restaurant ausgesucht. Und zwar habe ich hier einmal die Karte. Das ist Seite 1. Hier ist Seite 2. So, Daniel sieht nichts. Hier hast du das Touchpad. Willst du Seite 1 oder Seite 2? Was ist besser? Das sage ich nicht. 2. Wenn ich hier was zu Kleines bestelle, musst du mir das sagen, damit ich nochmal irgendwas dazu bestelle oder so. Oder wenn ich jetzt nur eine Cola bestelle oder so. Du kannst dir 2 Sachen aussuchen. Ja, aber sind das denn 2 große Sachen oder 2? Ja, weiß ich nicht. Du musst ja blind bestellen. Willst du eine Sache oder 2 Sachen bestellen? Ja, mach 2. 2, okay. Du siehst übrigens richtig süß aus mit der Maske. Ja, glaube ich dir. Jetzt hast du auf ein Foto geklickt. Also du willst, oder willst du eins von Seite 1 und eins von Seite 2? Ja, genau, lass mal machen. Okay, dann hast du hier jetzt... Aber welchen Salat bist du, raste ich hier aus, ey. Da warst du drauf. Du hast noch nichts ausgewählt. Also du bist jetzt auf keiner richtigen Sache drauf. Da? Ja, okay. Das fühlt sich überhaupt nicht und gut an. Und was noch? Da. Das ist Außenbereich, Error. Ja. Du klingst so zögerlich. Okay. So Leute, Daniel hat jetzt die Sachen ausgesucht, blind, und er weiß überhaupt nicht, was er bekommt. So, ich suche jetzt ein Restaurant für sie aus und ich muss jetzt hier an ihren... Ist das iMac? Ich kann damit nicht arbeiten. Ich muss zugeben, ich kenne fast keine der Restaurants. Burger King. Nein. Ah. Also es gibt hier wirklich viele fancy Sachen, die ich nicht kenne, die aber cool aussehen. Hier gibt es einen Laden und gibt es Burger und russisches Essen. Pelmeni. Oha, ja. Da kriegt sie was von. Koschka, ey, hier gibt es Sachen, die kenne ich gar nicht. Salat. Und dann ganz viele Sorten von Schaschlik. Und dann wieder Burger. Naja, wir holen die jetzt rein und dann kaufen wir mal, dass die was Interessantes aus. So, Sophia, bist du gespannt? Ja, ich habe gerade schon dein Essen bestellt. Das ist gleich fertig. Ich muss mich also so schnell? Du kannst jetzt nach oben und nach unten scrollen. Scroll mal ein bisschen hin und her. Ja, ich scroll nach unten. Da sind bestimmt die größeren. Ich bin aber schon mittendrin gewesen, ne? Weil unten sind, glaube ich, so mehr so die... Ja? Gibst du mir gerade einen Tipp? Kleinigkeiten, die es dazu gibt. Ach so. Na, sind da so die Familienteller und du willst nur, dass ich mir so viel aus. Ich suche mir auch zwei. Du bist ganz unten, das sind Soßen gerade, also geh nach oben. Soßen, also. Wo ist denn Soße? Das hier? Nein, geht nicht. Nein, da kannst du auch nicht drauf. Das hier? Okay. Das hört sich so komisch an. Das ist bestimmt irgendwas Seltsames. Maybe? Angst, Leute, das ist richtig komisch. So, möchtest du noch was? Was das für ein Restaurant ist. Das hier. Okay, du Trollo. Was? Alles klar. Gut. Ich sitze jetzt im Auto und jetzt kann ich endlich wieder offen mit euch reden. Ich glaube, dass Daniel das mag, also außer Baklava, das ist ihm zu süß. Aber es ist einfach mega langweilig, was er bestellt hat. Ich habe extra so einen leckeren türkischen Laden rausgesucht und dann sucht er sich Pizza mit Tomate raus. Er hätte auch so 2 riesen Grillplatten oder so bekommen können. Letztendlich bin ich eigentlich ziemlich froh, dass er sich so was Günstiges ausgesucht hat, damit ich nicht so viel Geld ausgeben muss. So, ich hole das jetzt erstmal ab. Mal gucken, wie Daniel reagiert. Er sieht ja schon, dass es Pizza ist. Lieferservice! Yay, Pizza! Pizza! Und was noch? Pommes? Baklava? Ja. Hey, hast du beim Döner bestellt? Ich habe beim Türken mit Holzkohlegrill bestellt und du hast dir Pizza ausgesucht. Aber die Pizza riecht richtig lecker. So, dann mach mal auf. Ich bin auch gespannt, wie die aussieht. Ich habe noch nicht reingeguckt. Aber keine Brokkoli-Pizza dafür. Einfach nur mit Käse und Zwiebeln? Ja, du hast ja eine Tomatenpizza bestellt. Mit Schafskäse, Tomaten und Zwiebeln. Beim Kohlegrill habe ich eine Pizza mit... Ja. Und Baklava! Baklava ist voll lecker! Lustigerweise mag ich ja den Baklava, aber ich werde es richtig genießen, weil du das so ja, oh, das sieht so lecker aus. Dönerfleisch drauf wäre besser. Oder Schinken. Champignon. Irgendwas mehr als Zwiebel. Also ich finde es wirklich irgendwie super witzig, dass Daniel sich einfach nur so eine Pizza mit Tomaten bestellt hat. Du hättest so geile Sachen haben können. Ja, wenn du wüsstest, dass du die bestellt hast. Ich glaube, ich pausiere das Ganze jetzt. Nachher gehen wir ja nochmal essen. Was?
Ich warte hier schon. Es ist einfach 18.04 Uhr. Sieht so wenig aus. Ja, vor allem das gehört noch nicht mal dir. Das muss ich bestellen, damit ich Mindestbestellwert erreiche. Ich weiß noch nicht mal, was das ist, weil ich kenne das selber nicht. Ich habe mir einen Salat bestellt. Okay. Und was ist da oben drauf? Mayo? Ich mag keine Mayo. Oder ist es Creme Fraiche? Creme Fraiche, genau. Das gehört nämlich zu dir. Hier ist einfach so ein Schwarzbrot drin. Was ist das denn? Ja, guck mal. Leute, ich habe mir Schwarzbrot bestellt. Und Salat. Das hier. Es tut mir fast ein bisschen leid. Leute, ich habe mich jetzt mal hier hingesetzt. Tschubriki. Also. Ich habe mir eine Suppe bestellt. Ich habe mir eine Suppe und einen Salat mit Schwarzbrot bestellt. Auch denken, so was bestellen die denn für? Ja, der hat mich auch ganz komisch angeguckt. Ich so, ja, danke schön. Also, das ist eine Gemüsesuppe. Ich habe richtig Hunger. Wir haben eine Stunde auf das Essen gewartet. Gib mir mal einen Löffel. Soll ich dir was sagen? Weißt du eigentlich, was es da für leckere Sachen gibt? Genauso wie du mit deiner Margarita-Pizza. Hier sind Radieschen im Salat. Ne? Nee, ich mag den nicht so gerne. Aber sonst riecht der gut. Ich glaube, da ist voll viel Öl drin. Ich bin so traurig. Aber die schmeckt bestimmt richtig gut. Wenn die so ähnlich wie Borsche sind. Ja, bestimmt. Bestimmt, Daniel. Ganz wichtig, das ist essentiell bei dieser Bestellung. Und dann habe ich hier Creme Fraiche. Obwohl, ich glaube, hier ist noch Zucchini drin. Okay. Sieht das nicht lecker aus? Schwarzbrot mit Creme Fraiche. Suppe ist auch leer. Da ist noch so ein Gewürzblatt drin. Aber das war auf jeden Fall die seltsamste Bestellung, die ich je in meinem Leben getätigt habe. Und der Lieferant musste auch so denken, so was bestellen die sich da für eine komische Sache. Also ich hoffe, dass ich heute Abend dann mehr Glück habe. Da sind wir wieder. So Leute, wir sind jetzt zum Abendessen in dem Restaurant, was Daniel ausgesucht hat. Wir haben hier die Karte mit rausgenommen und ich würde sagen, wir bestellen direkt mal. Ich habe Hunger, Leute. Ich habe nur einen Salat und eine Suppe gehabt. Such dir was aus. Das Lustige hier, gibt es richtig viele verschiedene Sachen. Von der Riesenbratwurst über Schnitzel. Soll ich eine Sache aussuchen oder zwei? Das hier. Habe ich was? Warte, ja. Hast du dich entschieden? Ja. Okay, das passt perfekt zu dir. Jetzt darf Daniel aussuchen. Ich werde die Karte jetzt noch ein bisschen drehen, damit er überhaupt nicht weiß, was abgeht. Also habe ich jetzt was? Ja. So ihr Lieben, unser Essen ist jetzt da. Daniel hat jetzt gerade erfahren, dass er sich eine Pommes bestellt hat. Aber was für eine Pommes? Das ist so eine Riesenportion. Also dagegen sieht mein Burger echt klein aus. Also ich habe einen Burger bestellt übrigens. Ich dachte, es wäre tatsächlich so ein Salat, weil du meintest, es passt so gut zu mir. Weil es ein Hähnchenburger ist. Also der sieht auch echt lecker aus. Ich habe so Hunger, Leute. Wir lassen uns das jetzt einfach schmecken. Und ich finde das Essen echt gut. Ich bin froh, dass ich nicht wieder eine Suppe habe. Bist du auch zufrieden? Ja, übelst. Guacamole, Sour Cream, Tomaten. Ja? Du siehst nicht so überzeugt aus. Doch, ich sehe immer nicht überzeugt aus. Aber ich will die Mangosoße noch probieren. Also die Mangosoße ist nicht so mein. Ich nicht. Das war's jetzt auf jeden Fall mit der Challenge. Die letzten Sachen waren auch wirklich lecker. Ich finde, wir haben noch ziemlich Glück gehabt. Also es war nichts dabei, was jetzt überhaupt nicht geschmeckt hat. Ja, aber wir hatten eine Suppe. Bloß die Suppe und der Salat, das war einfach richtig unnötig. Ach, ja. Also Fail des Tages. Beim Holzkohlegrill halt auch Pizza zu bestellen, ja, das war auch so ein bisschen seltsam. Ein bisschen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihnen auf jeden Fall einen Daumen hoch und schreibt in die Kommentare, welches Essen ihr am leckersten fandet. Abonniert alle meinen Kanal, damit wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und wenn ihr Vorschläge für die nächste Challenge habt, dann schreibt es auf jeden Fall auch in die Kommentare. Tschüss! I'm sure